Hallo und herzlich willkommen zur Folge 50 von Gothic 2 Escape und weiterhin frohe Weihnachten, denn es müsste heute der 26. sein. Folge 50 wie gewöhnlich ein bisschen länger als naja, die standardmäßigen Folgen. Und ich bin auch mal gespannt. Ich bin mir sehr sicher, dass wir Folge 100 erreichen werden in der Mod. Da habe ich keine Zweifel dran. Es könnte sogar Folge 150 noch drin sein, aber das ist jetzt reine Spekulation. Also, ich meine, Schafsfell, was ich gesehen hatte, damals, als ich mir die Mod runtergeladen habe und mir ein bisschen sowas durchgelesen hatte dazu, da stand, was, ich glaube, 35 bis 45 Stunden, meine ich, oder 30 bis 40. Also auf jeden Fall hatte ich immer im Kopf so ein bisschen vermerkt Richtung Velaya, ne, vom Ausmaß. Ah, hier hatten wir schon alles mitgenommen damals. Ja, deswegen. Ja, Richtwert Velaya, das war damals 40 Stunden, hieß es. Deswegen sollten wir ungefähr in dem Rahmen hier auch bedient werden. Jo, wir haben hier alles zu Brei geschlagen in der letzten Folge, haben uns quasi gerecht. Markos umgebracht, die Abtrünnigen. Paladine wurden vernichtet. Da oben in dem Turm ist leider nichts drin. Das ist sehr schade. Dann warten wir noch, dass unser Richtschwert gebastelt wird und währenddessen versuchen wir uns jetzt mal gegen Trolle und Golems. Auf jeden Fall eine Mod Scoudi. Mal gucken, ob wir dem schon Schaden zufügen können. Oh ja, sogar gar nicht mal so wenig. Also, da habe ich schon gegen, schon mit natürlich. Okay. Gut und schlecht. Gut. Der Troll hat verschiedene Angriffs... Und schlecht, der hat uns komplett aus dem Leben gebolzt. Er hat sogar das Spiel aus dem Leben gebolzt. Jo. Also, ein Spielabsturz nach 2 Minuten, das ist ja auch schon wieder filmreif. Wahnsinn. Ich bin sichtlich berührt. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob das an der Mod liegt oder wie gesagt, ob irgendwas kaputt gegangen ist. Bei Gothic weiß man halt nie. Aber irgendwie ist das gerade in der Mod extrem instabil. Ich überlege wirklich, den Renderer auszumachen. Auch wenn ich nicht weiß, ob das überhaupt irgendwas bringt. Wozu habe ich das Small Red Fett bekommen? Einfach nur für den Gag? Dass der gesagt hat, ey, ja, hier, guck mal da. Kannst du ja benutzen. Ja, wer weiß. So, auf jeden Fall boxen wir uns jetzt mit unserem Artgenossen hier. Was ist denn das? Hä? Willst du dich verarschen? Das ist ein Bullshit. Super. Wow. Wahnsinn. Also, das wird interessant. Am liebsten würde ich den wegboxen mit meinem Streitkolben oder so. Ich drücke Angriff, er macht nichts. Das ist ja immer eine Willkür. Jetzt hat es wenigstens geklappt. Ausnehmen können wir halt nicht. Nichts zu plündern. Aber damit müssen wir leben. So, Felsen gegen Felsen. Es ist Zeit, Kerolo zu informieren, alles klar. So, dann brauchen wir jetzt erstmal, haben wir da irgendwas, was Mana gibt? Ach was, jetzt kommen wir nehmen mal ein Bier. Es zieht 5 Leben ab, gibt 5 Mana.
und genügt für unsere Zwecke. Die anderen Golems, die werde ich wegboxen, sobald ich fähig dazu bin. Also vielleicht sind wir es mit dem Streitkolben schon, aber ich meine eher, dass wir auch die Jagdtalente mitbringen, die wir brauchen. So. Ich habe den Steingolem besiegt. Du hast es geschafft. Mein Angriffskonzept hat also eine Chance, erfolgreich zu sein. Sag mir, hast du als Steinriese viel Schlagkraft? Ist es leicht, einen Stein zu zertrümmern? Normalerweise schon. Aber ein Golem ist viel stärker als ein Mensch. Damit das alles Sinn macht, brauchst du mindestens ein paar solcher Golems. Ich habe hier noch eine solche Schriftrolle. Ich möchte nicht, dass sie verschwendet wird. Wir werden versuchen, sie zu kopieren. Was gibt's zu tun? Geh zum Alchemisten im Lager der Jäger. Ich weiß ein wenig über Paladin-Runen, aber ich weiß fast nichts über Schriftrollen. Kilgu ist derzeit der einzige Mann in der Kolonie, der eine Chance hat, diese Schriftrolle zu reproduzieren und ein paar oder etwa ein Dutzend davon herzustellen. Hoffen wir, dass es ihm gelingt. Okay, das heißt, es geht noch weiter und dann hier die frohe Botschaft. Ich habe mit Markus abgerechnet. Toll, vielleicht reizt es dich ja, eine andere Aufgabe zu übernehmen. Gestatt wollte, dass ich jemanden schicke, der ihm hilft. Anscheinend hat er eine besondere Mission. Meinst du, du wirst geeignet? Da bin ich mir sicher. Sehr gut. Wenn das so ist, dann geh. Ich wünsche dir viel Glück. So, und das müsste jetzt hier die neue Hauptquest sein. Also sprich, die Quest, sich zu rächen, ist halt ja die Hauptquest und das führt dann zur nächsten. Und jetzt haben wir hier noch einen Haufen Kram und ich will mal gucken, ob wir noch mehr sammeln können. Das ist nur ein Orkjäger ohne Namen. Brutus Caps Lock ist jetzt leider tot. Dann sei es dann hier manchmal ein Bett frei. Verdammt, was willst du? Ich sage gezielt manchmal, weil hier ist immer viel los. So, der kann uns beibringen Armbrust. Wir haben zwei Lernpunkte noch auf der hohen Kante. Ich sage das deswegen, weil ich überlege, was wir als nächstes machen. Also wir werden natürlich nochmal 5% in Einhand setzen. Das ist ja, steht ja komplett außer Frage. Was machen wir dann? Weiter einfach in Stärke investieren? Ist eine Möglichkeit, kostet uns aber dann schon mehr. Einhand kostet erst ab 50, doppelt. Da hätten wir noch einen kleinen Puffer. Hey du! Aber bei Stärke müssen wir schon... Da müssen wir jetzt schon ein bisschen mehr investieren. Bitte gib die mir doch einfach. Ja, wir müssen weiter Ruf sammeln. Das wird sich nie ändern. Denk da. Der hat nur Scheiß. Bin mal hoch zum Jeremia. Ich will nämlich gucken, ob hier irgendjemand noch eine Quest für uns hat. Deswegen gehe ich auch zu dem Kerl, der am Friedhof jetzt stationiert ist. Der Gerold. Hey du! Und der, gut. Für 10 PN können wir natürlich auch noch Kräuterkunde 1 lernen. Ich kann mich nicht beklagen. Gut, Destillationstisch. Und so weiter und so fort. Was ist los? Was wir versuchen könnten. Ziemlich interessant. Nachts wird es hier sehr düster. Warst du schon auf dem Friedhof? Wir haben Hauptmann Garand in dem Steingrab da oben begraben. Ja, das weiß ich. Denn sein Grab hat mir auch schon mindestens eine Spitzhacke gemopst. Wenn er zwei. Also wir könnten mal versuchen, gegen Kjorn zu kämpfen. Spätestens, wenn wir die schwere Orkjägerrüstung haben. Also sprich, die schwere Milizrüstung. Auf der anderen Seite. Hier, guck mal da. Danke. Einen hat man noch dabei. Ja, auf der anderen Seite. Hätte ich gerne halt, ne, die Rufpunkte. Für die schwere Jägerrüstung. Das heißt, wir könnten mit dem Streitkolben und 50% Crit, da könnte es vielleicht auch so genügen.
Unser Stärkelehrer hier. Geschicklichkeitslehrer ist der Kjorn. Also den dreien geht soweit gut. Die haben wir ja mitgenommen. Und die sind jetzt auch wieder full life. Wäre ja ein bisschen bescheuert, wenn nicht. Wäre zwar witzig für uns, aber unrealistisch. Hier hat niemand was zu sagen. Und der Kuhakan wird wahrscheinlich nur sagen, hey, hör zu. Verdammt, was ist jetzt los? Ist die falsche Zeit. Das brauchen wir gar nicht erst versuchen. Das heißt, wir in der Hokon eh gerade steht. Verdammt, was willst du? Pennen wir doch einfach ein Ründchen. Zwischen 19 und 21 Uhr können wir kämpfen. Sieh dir diese Karte an. Verdammt, was willst du? Das ist ein Plan des alten Lagers. Woher hast du es? Ich habe ihn einmal in einer Höhle neben einem Wasserfall gefunden. Wer weiß, wer ihn dorthin gebracht hat. Worauf ich hinaus will, diese Karte ist von außerordentlichem strategischen Wert. Mit ihr können wir einen Angriff planen. Sie ist viel genauer als eine Karte der gesamten Kolonie. Ich vermisse Karten vom neuen Lager und vom Sumpflager. Wenn du sie jemals wiederfindest, bring sie mir. Ich werde dich großzügig belohnen. Alte Karten. So, ich wollte sagen, den Plan vom Büro in der Bruderschaft haben wir schon längst. Wir können aber nur beide gleichzeitig abgeben. Auf jeden Fall noch eine schöne Quest. Ich weiß nicht, wo die auf einmal herkommt. Ich quatsch ihn an, er sagt nichts. Morgens um 5 Uhr steht er vor einer Karte, er quatscht mich voll. Aber alles klar. Von mir aus. Es fängt an zu regnen. Der Huf! Aber naja, eine Quest ist eine Quest. Ich bin mal ganz kurz im Schnelldurchgang hier, alle durchgehen. Aber ich glaube, immer Fälle dabei. Schafsfell, Wolfsfell, Weißefell, Wackfell, davon gibt es zu viel gute Arbeit. Ja, ein bisschen zumindest, ne? Das ist ja immer eine einigermaßen stetige Einnahmequelle. Ich glaube, wir haben gar nicht groß andere Möglichkeiten als... Na warte, du dreckiger Dieb. Man hätte ja träumen können. Ne, aber es gibt keine großen Möglichkeiten, außer jetzt die Hauptquest weiterzuführen. Also so ein paar kleinere Quests finden wir zwar noch. So wie jetzt die Sache mit der Schlangenhaut, die alten Karten. Aber ich glaube, ansonsten müssen wir eher mal ein bisschen die Hauptquest weitermachen. Ganz Leute, hier haben wir keinen Mehrwert für uns. Mich macht es ein bisschen traurig, dass hier noch so viel Kram rumliegt, den ich nicht aufsammeln darf. Willkommen, Will. Aber dazu kommen wir noch. Zerolot schickt mich. Dich? Ich glaube nicht, dass er den Ernst der Lage begreift. Ich schon. Und ich bin zuversichtlich, dass ich der Herausforderung gewachsen bin. Wir werden sehen. Hör zu. Vor ein paar Tagen bemerkte einer der Speer etwas Seltsames. Zwei Personen in einer verlassenen Mine. Es ist nicht klar, wer sie sind und was sie wollen. Du wirst dorthin gehen und herausfinden, was es damit auf sich hat. Soll ich sie töten? Wenn sie deiner Meinung nach eine Bedrohung darstellen, dann ja. Welchen Rat kannst du mir geben? Du kannst doch kämpfen, oder? Nimm dich vor ihnen in Acht. Sie könnten dir in ihren Fähigkeiten weit überlegen sein. Sei vorsichtig und komm ihnen nicht zu nahe, bevor du dir die beiden nicht genau angeschaut hast. Seid vor allem vorsichtig. Wo ist diese verlassene Mine? Weißt du das nicht? Mann, es ist die, die dem alten Dämonentum am nächsten ist. Sie wurde einst von Crawlern bewohnt. Wenn ich mich nicht irre, hat der Paladin Silvestro dort gelebt. Sag dir das was? Du wirst sie bestimmt finden. Natürlich, weil da waren wir sogar schon. Ich weiß nicht, lass dich nicht. Was ich rausgefunden habe, ich habe noch gar nichts rausgefunden. Ich weiß doch nichts. Willkommen. Ich erzähle dir, was ich herausgefunden habe. Ja, nichts Neues. Warum lässt du mich dann auf Informationen hoffen? Na los, mach schon! Alles klar. Ja, nee, verstehe ich. Alles gut. Dann machen wir die Tür auf und dann
düsen wir mal wieder ab. Mach das Tor auf! In die große weite Welt. Bei wunderschönem Wetter. Also da hinten Richtung Banditen, auch wenn ich dachte, dass wir da hingehen müssen oder hingehen werden. In nächster Zeit wurde ich da ja nochmal ganz gut zurückgewiesen, in meine Schranken gewiesen. Weil da ja nur Schattenläufer sind. So, aber hier gegen die Beißer könnte man eventuell jetzt ein bisschen besser zurechtkommen. Zumindest in der Theorie. Na? Aha. Oh ja, die kassieren gut. Also, es geht doch jetzt locker von der Hand. Ich glaube, ich würde mich jetzt auch erstmal mit dem Streitkolben begnügen. Waffe zu kaufen wäre zwar nett, aber naja, zu teuer. Ach so. Diese Drecksviecher. Kommen ohne Vorwarnung vorbeigerauscht. Aber wir halten das sogar recht gut aus. Ne? So ein, zwei Bisse. Aber die vergiften auch. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Wieder so richtiges Scheißwetter, um gegen so Gegner vorzugehen. Das ist auf jeden Fall angenehm. Jetzt ist mittlerweile das Kämpfen angenehm. Das sage ich so lange, bis der nächste fette Mallrat mich umboxt. Oder der nächste grausame Wolf sehr grausam zu uns ist. Aber zumindest gerade mal so ein paar Beißer niederzuringen, das ist doch ein kleines Erfolgserlebnis. Wenn man mal einen Crit macht. Wenn man mal einen Crit macht, bei fast 50%. Okay, okay. Mensch, wir haben so viel Glück. Mit was für einer Chance trifft man den 15 Mal nicht kritisch. Bei 46%. Junge, das ist ja absolut krank. Und da unten ist sogar noch einer. Dann wirklich 6-7 Stück. Er hat sogar schon ein bisschen kassiert. Wo kommt das denn her? Naja, also ich sag mal, das nächste Level up kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ich glaube sogar, das danach ist auch noch möglich, aber jetzt wird die Entwicklungskurve, die Stärkekurve auf jeden Fall ein bisschen ausgebremst durch die doppelten Kosten. Und ich weiß nicht, ob wir auf die 60% direkt gehen sollten für meisterliches Kämpfen oder ob wir erstmal wirklich einfach stumpf auf Stärke gehen sollten. Denn ich glaube, in beiden Fällen sind wir recht gut ausgerüstet. Ich glaube eher, was uns fehlt, ist zum einen Verteidigung und zum anderen einfach Schaden auf der Waffe. Ist der alleine, weil da unten sind ja noch eine Menge Wölfe. Hey, ein grausamer Wolf, vielleicht hat der mit dem Beißer gekämpft. Das könnte sein. Auf jeden Fall ist der jetzt auch Matsch. Genau, da unten sind eine Menge Wölfe. Leider noch ein grausamer dabei. Endlich sind Wölfe One-Hit. Oh. Und ich auch. Zumindest gegen den. Hat auch fairerweise jetzt nicht so viel Leben dabei. Ich muss wirklich mal das ganze rohe Fleisch braten. So geht's ja nicht weiter hier. Das ist nämlich die einzige Ressource, die wir wirklich en masse haben. Ich habe tatsächlich direkt was vergessen im Banditenlager, im Jägerlager, Entschuldigung. Und zwar hätte ich da dann eigentlich noch die, hätte ja zur Kirgo gehen sollen, ne? Da war ja was.
Da war ja was. Schon wieder zwei. Aber diesmal waren es zwei normale. In dem direkt zwei Crits kassiert. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt sind sie noch drei. Huch, da kommt der Grausam schon angerannt. Zack. Ja, also gerade jetzt gegen die Wölfe merkt man auch, es wird angenehmer, vor allem. Man will es zwar kaum zugeben, weil es immer noch totaler Irrsinn ist, aber der Crit wird zuverlässiger. Und vor allem batscht halt man den Gegner auch komplett um. Und das sind zwei Aspekte, die sind dann, vor allem je später man, oder je weiter das Spiel fortschreitet, ist das umso wichtiger. Das heißt, gerade auch gegen das Wolfsrudel hier lief es jetzt ganz gut. Wolfsrudel, Beißerrudel. Langsam aber sicher können wir uns zumindest ein bisschen behaupten. Denn ich will mich ja auch ein bisschen umschauen. Noch im guten alten Minenteil. Hier gibt es ja noch einige Spots, wo wir noch gar nicht waren. Und da musste ich bisher ziemlich die Säge streichen. Und, davon ablassen. Ja, auch hier bei diesen Banditen, wo jetzt einfach wieder überall Schattenläufer aufgetaucht sind. Aber hier in der Gegend Beißer, schwarze Wölfe, von mir aus auch Waage. Die machen wir nass. Was haben wir denn hier? Erstmal nix, da hinten schwarze Wölfe. Na gut, Snapper, Beißer. Schlagen wir alles kaputt. Richtung neues Lager waren wir halt auch noch nicht, ne? Da gibt's bestimmt auch noch ein bisschen was zu machen. Ich meine, vor Orks aller Art sollten wir uns erst noch mal ein bisschen distanzieren. Oh. Also die haben wohl doch noch mehr Stärke, als ich dachte. Oder zumindest machen sie uns mehr Schaden. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen rohes Fleisch fressen. Haben wir gerade wieder eine Menge bekommen. Also eine Menge ist relativ, aber unser Riesenhaufen, der zeigt sich sehr unbeeindruckt. Unser Riesenhaufen Fleisch hier. Also interessanterweise finde ich es halt auch echt komisch, dass die gebratenen Fleischstücke nur 8 Lebenspunkte geben. Nur 8? Ich meine, was soll das? Das ist halt fast gar nichts. Ich frage mich, wie es zu der Designentscheidung kam. Ich meine, 8. Die normalen geben 6. Wenn die normalen 12 geben, ist es fair. Ja, doppelt so viel. Also lohnt sich ja kaum. Vor allem, weil ihr bedenken müsst, das kostet ja auch noch Kohle, das alles anzuheizen da. Ne? Das ist nicht einfach so. Das ist nicht einfach so billig. Das kann man einfach so machen. So, das könnte jetzt eventuell diese Quest hier wieder sein, ne? Die Frage, können wir... Nee, ne, ich habe ja vorhin noch gesagt, am besten vor Orks. Da ist auch ein Ork-Schamane dabei. Buh. Da sind wir noch nicht bereit dazu. Hoffentlich werden wir es irgendwann sein. Also wir schauen uns weiter um. Töten Gegner, die wir töten können. Alles andere ist auch bekloppt. Sache mit den Krits. Da sind sie doch. Könnten vielleicht sogar noch... Scavenger. Ich könnte mir sogar diese Folge noch ein Level up machen, aber das wäre sehr sportlich. Wo ist denn der Snapper hin?
Na egal. Ist schon mal ein Übermut. Ich und mein Übermut. Och, da sind noch nur ein paar Scavenger, die kann man ja einfach niederknüppeln. Auf einmal ist ein gefährliches Exemplar dabei und der kippt dann das ganze Vorhaben. Okay, gut. Also nicht einfach in 4-5 Scavenger reinrennen. Ach, der Snapper war da oben auf der anderen Ebene. Man könnte in so einer Situation auch einfach mal Glück haben, ne, dass man erstmal jeden normalen Scavenger direkt trifft und den dann die alle mit dem Crit einfach wegscheppert. Und dann ist der Gefährliche dran. Aber nein. Nein, nein. So flüssig läuft der Kampf noch nicht. Snapper, ich sehe 2 Grasland-Scavenger. 3. Reicht leider immer noch nicht für 1200 EP. Aber wenn der Crit setzt, dann setzt er auf jeden Fall. Auch gegen den. Und eine Ader aus Gold. Ich weiß übrigens überhaupt nicht, was wir damit anfangen sollen. Das ist auch der Punkt, weswegen ich noch zögere, dass ich hier weitere Lernpunkte ausgebe. Weil ich weiß nicht wofür. Ich habe Goldklumpen, gut Erzklumpen. Kann man bestimmt dann später Waffen herstellen lassen. Deswegen klar, die sollte man auf jeden Fall wie seinen Augapfel hüten. Aber bei den anderen, boah, keine Ahnung. Was will ich mit dem, also mein Kohlebrocken habe ich eh genug. Goldklumpen und Kristalle. Also Kristalle vielleicht zur Alchemie. Oh, cool, doch. Spruchrolle. Aber die Kristalle, ich meine, Runenmagie gibt's ja nicht. Jetzt kann man zumindest ein bisschen existieren. Zumindest gerade hier. Und als der Kapitel-Respawn kam, samt den fetten Mole Rats, da war ich irgendwie ein bisschen, da wurde ich ein bisschen zurückgesetzt in meiner Euphorie. War dann ein bisschen tragisch. So, ist die Mine da hinten gemeint? Entweder die oder die, bei der wir schon waren. Beides valide Möglichkeiten, beide in der Nähe von Xardas Turm. Ansonsten haben wir natürlich noch eine Menge Lurker und Snapper, deren Positionen wir schon kennen. Oder noch kennen. Ach klar, der hat mich natürlich direkt geschlagen. Ey, was ging mit dem gerade ab? Der bringt mich ja gerade komplett aus dem Rhythmus. Der Penner. Ich sehe übrigens gerade, da drüben müsste, glaube ich, noch ein Kohlevorkommen sein. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber auch ganz hinten versteckelt. Ich sag mal, wenigstens sind die Aussichten besser als noch vor kurzem. Vielleicht war es wirklich mal eine gute Idee, diesen Streitkolben anzulegen. Das Schwert, das war schon echt overused. Aber ich muss auch ehrlich sagen, die Waffen, die man uns da gegeben hatte, die haben halt auch die Aussichten ganz schön getrübt, weil die waren irgendwie alle schlechter als die wir ganz am Anfang gefunden haben. Das ist einfach eine Designentscheidung, die verwirrt, die irritiert. Muss man dann schon mitrechnen, dass der Spieler sich denkt, was soll das? So, Mole Rats. Wölfe. Ne, da wäre ja schon die andere.
Die andere Mine. Wir nehmen mal 3 Goldbrocken mit. Und Mann, hätte ich jetzt gerne irgendwo ein Bett oder sowas. Das wäre jetzt was. Da ist bestimmt ein gefährlicher Wolf dabei. Die sieht man sogar, oder? Oder bin ich bekloppt? Ein Wilder. Oh, du holst einen anderen Kumpel noch mit. Jo. Okay, wilde Wölfe. Wilde, gefährliche, schwarze, Eiswölfe, normale. Eine große, bunte Auswahl. Und ich glaube, ich werde es so machen. Ich penne eine Runde, komme wieder hierher. Und dann schlagen wir den Rest zu Brei. In diesem Sinne, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.